Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Ja, schön. Bewusst gemeinsam leben Manifest hast du gerade unterschrieben als Botschafter für unsere Initiative. Was verbindest du damit? Ja, das ist Freude, dass solche Dinge wachsen, entstehen, gedeihen, immer mehr Unterstützerinnen und Unterstützer bekommen. Das ist großartig. Es ist eine Zeit des Umbruchs und es liegt an uns, die Richtung zu gehen. Schwarmintelligenz mit der Gesellschaft. Siehst du da Möglichkeiten, dass sich jeder einzeln einbringt und sagt einmal, was kann ich denn gut oder was war denn eine Idee? Ja, jeder. Das wird ja jeder. Jeder hat Talente. Und jeder und jede hat andere Talente. Und entlang von Aristoteles und seiner Definition von Berufung bin ich da immer unterwegs. Also dort, wo deine Talente, stell dir deine Talente vor wie ein Fluss. Dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen, dort liegt deine Berufung. Und Berufung klingt immer so groß. Das muss nicht immer so groß sein, ne? Dass ich sage, boah, ich pack's lieber gar nicht an. Sondern, okay, nehmen wir das Bild, wo sind meine Talente, was kann ich gut? Also da hilft oft auch die Frage, was mache ich gern? Weil oft besteht ein Zusammenhang. Ja? Was kann ich gut? Und wo kann man das jetzt brauchen? Wo sind die Bedürfnisse der Zeit? Und Achtung, die Bedürfnisse der Zeit ändern sich gerade sehr. Also dieser Fluss Bedürfnisse der Zeit, der meandert und derzeit verlegt er sein Flussbett ganz gewaltig in einer Krise. Und das heißt, meine Talente wird man morgen möglicherweise woanders brauchen können. Du sagst ja, die Irritation ist die Mutter der Innovation. Ja. Also jetzt müsste man die Innovation offensichtlich haben. Ja, da kommt ein bisschen Zeit versetzt. Also, ja, natürlich. Das wird ein Ausbruch an Neuem sein, wie wir es noch nicht erlebt haben seit 1945. Also natürlich viel auch Verlust, Zerstörung, also im schumpeterschen Bild diese destruktive Kreation oder kreative Zerstörung, die unterwegs ist. Also alles, was zerfällt, oft mit Schmerzen verbunden natürlich. Dafür muss man auch Respekt haben, ja, und den Schmerz auch zulassen, auch sehen, individuell wie auch kollektiv in der Gesellschaft. Da sind wir noch nicht. Wir haben die Schmerzen noch nicht integriert, sodass wir noch nicht in der Tiefe der Auseinandersetzung für das Neue sind. Aber es bilden sich die ersten Humusschichten, wenn man so will. Ja. Also wir werden aus den einstürzenden Altbauten werden wir Stein für Stein heraustragen und damit Neues bauen. Und deswegen müssen wir Acht geben, dass man nicht das mit Spritzbeton die einstürzenden Altbauen irgendwie zementieren. Ja? Weil das wieso ist es für Menschen so schwierig, eine neue Tür aufzumachen, die er noch nicht kennt? Also zurück und klammern, ja. Und irgendwie müssen wir es festhalten. Angst ist ja okay. Also Angst gehört zum Menschsein dazu. Auch hier die Idee, ich muss die Angst loswerden, erst dann bin ich souverän. Nein, die Angst gehört dazu. Sie ist ein wichtiger Türsteher, sie ist eine Türsteherin. Ja, das Neue braucht sogar Spannung, Reibung, braucht auch die Angst, um sich vorzustellen. Also die Angst ist gewissermaßen Verbündete für das Neue. Das Neue braucht die Angst, um sich vorzustellen, unter anderem auch die Spannung. Die Angst ist aber Türsteherin und darf nicht Reiseleiterin sein. Wenn sie Reiseleiterin ist, wenn die Angst sagt, ich bestimme hier, wo es lang geht, in der Regel in die Einigelung, in die Abwehr, in die Defensive oder in die Aggression, dann wäre es eine falsche Rolle. Das heißt, ich muss eine bewusste Rolle auch hier der Angst geben. Das heißt, Schritt 1 ist bewusst auch wahrnehmen, aha, da ist auch Angst im System, kollektiv, auch in meinem. Ja, also, wird es meinen Job in einem Jahr noch geben? Wie geht es meiner Firma? Wir dürfen diese Angst auch spüren. Und dann setzen wir sie als inneres Teammitglied auf unsere Schulter und sagen, okay, du bist Begleiterin, das ist in Ordnung. Ich werde mit dir reden, ich weiß, du bist immer da, ich habe dich im Augenwinkel, aber du bist nicht die Reiseleiterin. Gibt es ein Gegenteil von Angst?
Gegenteil weiß ich nicht, weil das Gegenteil wäre angstfrei, aber ich halte ich für kein taugliches. Also jene Menschen, die sagen, ich habe keine Angst vor gar nichts, die haben eine schlechte Verbindung mit sich selbst, würde ich behaupten. Wäre es vielleicht Vertrauen? Kann man sagen, das Vertrauen? Ja, schön. Ja, Vertrauen. Mhm. Und das Vertrauen wäre jetzt Vertrauen, Zuversicht, mhm. Ja. Also es gibt so... Du hast ja gerade unterschrieben, Leichtigkeit, Freude, Vertrauen, ja, also so Gewerte. Ja. Also Vertrauen, Zuversicht, Mut, das sind alles, wenn man so will, Gegenspieler. Nicht im Sinne von feindliche, sondern die einen Spannungsbogen aufmachen. Wir Menschen sind als ambivalente Wesen angelegt. So sind wir geschaffen, von der Evolution, von Gott, an was immer wir glauben. In dem Moment, wo jede Spannung aus dir entwichen ist, ist ein Hinweis, Georg, du bist tot. Die Spannung ist gut, sie darf nur nicht überhand nehmen. Und wichtig ist bei der Spannung, dass wir sie halten können. Also wenn die Angst ein Pol ist, ist die Frage, was ist ein Gegenpol, mit dem ich Spannung erzeugen kann. Und kann ich diesen Bogen der Spannung halten, also mit Vertrauen, mit Zuversicht, mit Mut. Wenn ich den Bogen halten kann, dann ist dieser Bogen ein Trampolin für das Neue, für Vitalität, für Lebendigkeit. Und gibt es das überhaupt, dass ein Bogen überspannt wird? Ist es nicht so, wenn man sie einlässt, eben durch die Angst gehen, wie du so schön sagst, dass es immer wieder eine Tür, Unterstützung oder jemanden gibt, wo ich sage, hey, ich stehe nie weg, wenn ich weitergehe. Ja, schönes Bild. Ja, überspannen kann man schon, wenn es zwänglerisch wird. Also alles, was zur Obsession wird, zum Zwang, wächst ins Krankhafte. Angst kann krankhaft sein. Es kann Zuwendung sogar krankhaft sein. Ja, es kann sich Liebe verwachsen ich zitiere oft Beispiele von Pflegesituationen, wo Menschen über Jahre sich verzehren, um einen anderen Menschen zu pflegen und sich dabei völlig selbst vergessen haben und sich aber jeden Tag sagen, das ist Liebe. Da bin man nicht sicher. Ja, das kann auch sein, ob's eine Art von verwachsener Liebe ist, die viel zu tun hat mit sozialer Entsprechung, mit Glaubenssätzen, mit der Unfähigkeit, Hilfe von anderen anzunehmen, mit mangelnder Selbstfürsorge. Also insofern, ja, es gibt von allem zu viel, befürchte ich. Ja. Ich habe vorgestern mit Baldur Bremer telefoniert, auch einer unserer Botschaften, der sagt, es ist jetzt die Zeit, einfach auch sich selbst anzuschauen. Das verbinde ich irgendwo damit, welche Muster habe ich, wieso bin ich motiviert, wieso mache ich gewisse Dinge, dass ich wirklich auch sage, ja, was ist denn so mein Thema, wo sind meine Reizpunkte, oder? Ja, super, weil Corona ja auch so ein Brennglas ist, ein Vergrößerungsglas. Also, wir kriegen all unsere Themen in hoher Auflösung präsentiert. Also jede Ehe, die vorher Druckpunkte hatte und jede hat sie, die hat sie jetzt in höherer Auflösung am Familientisch oder am Mittagstisch. Jede Eltern-Kind-Beziehung ist exponierter plötzlich am Schwingen, am Beben. Alle unsere beruflichen Karriereüberlegungen bekommen plötzlich eine weitere Energiezufuhr und fangen an zu schwingen. Ja, jetzt ist die Phase des Bewusstwerdens und auf dieser Bewusstwerdung natürlich auch zu disponieren. Ja, also bin schon immer auch für die Tat. Kann auch zu viel sein, man kann ein notorischer Schachtelhuber sein. Ich bin ein Hochgebirgsalemanne. Ja, wir haben das... die Disposition für diese Krankheit. Ja. Aber du sprichst ja von Balance, Matthias. Weißt du, und das merke ich immer wieder, was du sagst, kann das zu viel sein, es braucht wirklich die Mitte irgendwo und wir haben ja zwei Gehirnhälften und ist es so, dass wir in der Vergangenheit eher sehr zu stark auf die Analytik aufgebaut haben und dieses Fühlende, dieses Einlassen auf eine Situation, auch das Nicht-Erklärende wenig Raum gehabt hat und dass das vielleicht jetzt auch ein Schlüssel wäre in die Zukunft? Mit Sicherheit. Also ich denke, dass wir erstens am Ende einer über 300 Jahre währenden Epoche stehen, nämlich dem Exzess der Aufklärung. Jetzt bin ich ja eine liberale Seele auch, das heißt, ich stehe auf den Schultern der Aufklärung und wir alle stehen auf den Schultern der Aufklärung. Ja, weil sonst wären wir zwar ja schon tot ohne Aufklärung, weil allein die Lebenserwartung sich verdoppelt hat und die Gesundheit und Wohlstand. Wir haben so viel zu verdanken. Der Naturwissenschaft, der Aufklärung. Und
Und gleichzeitig war es ein Exzess. Ja? Also davor war prärational, also da haben wir gesagt, boah, da draußen donnert's. Die Götter sind uns nicht hold, wir haben gesündigt. Ne? Und das war ein paar tausend Jahre, oder zehntausende Jahre Menschheitsgeschichte. Und dann haben wir plötzlich erkannt, nein, das ist eine elektrische Entladung. Also die Aufklärung hat das anders gerahmt, erklärt. Und wir haben halt gedacht, wir sind gottgleich. Ja? Wir sind die Götter. Ich glaube, wir haben was Göttliches, aber wir sind nicht die Götter. Ne? Also das war auch eine Verwechslung. Aber das ist so, These, Antithese, und die Antithese muss gewissermaßen in die Übertreibung gehen, in den Exzess, damit sie sich spürt. Ich habe das Gefühl, jetzt haben wir uns gespürt. Mhm. In diesem materiellen Wust, in diesem Exzess, und jetzt dürfen wir in die These, Antithese, in die Synthese gehen. Das heißt, behalten wir diesen wachen Verstand, die Errungenschaften der Naturwissenschaft, der Wissenschaften insgesamt, treiben wir es weiter, aber integrieren wir auch wieder das Herz, den Bauch, also Intuition, Herzintelligenz, Inspiration, natürlich auch die Gefühlswelt, all die Dinge dürfen einen besseren Platz bekommen. So das, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Gell? Es geht um die Integration. Ja. Also wir sind im Zeitalter der Integration, davon bin ich. Ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir in einem Boot sind und dass man wirklich verbindet wirkt. Und jetzt ist es so, wenn man den Geist nimmt von oben, sage ich mal, von der Politik, Tageszeitungen, Radio, ist nicht wirklich ermutigend. Das da schützen, trennen, wir wollen ja die Menschen verbinden, haben wir gerade gesagt. Ja. Ja. Und Josef Riedler hat kürzlich gesagt, er glaubt wirklich als ehemaliger Politiker, dass die Veränderung von unten passiert. Erst wenn in unten was tut, wird es auch oben was tun. Ja, glaube ich auch. Bist du der Meinung? Ja, ja, ich kann das Beispiel Bildungspolitik nennen. Also ich habe ja auch für die Bildungswende gekämpft im Parlament, etliche Jahre Bücher dazu geschrieben. Eines meiner Resümees ist, dass die Bildungswende, die muss von unten, von der Seite, von oben, von innen, die muss von überall kommen. Und ja, das Effektivste ist wahrscheinlich von unten. Ja, weil dann folgt oben sowieso. Mhm. Umgekehrt, wenn es von oben kommt, folgt unten nicht unbedingt. Ja. Es ist auch hier ein sowohl als auch, also ich will es nicht exklusiv von unten. Die das Gefühl haben, ich bin an der Basis, die soll die Gewissheit haben, wir sind nicht machtlos. Im Gegenteil, wir haben den effektivsten Hebel. Wir sind viele, wir müssen uns nur verbünden, wenn du hier dieses Manifest auch durchs ganze Land trägst jetzt und Verbündete suchst und findest, dann ist das großartig, weil es geht darum in diesen Jahren, und das wird uns die nächsten Jahre auch beschäftigen, überall diese Inseln des Positiven, des positiv Ambitionierten zu verbinden. Wenn sich diese Inseln selbst genug sind, dann wäre das Grund falsch. Wir müssen eben so zusammenwachsen zu einem zu einer Inselgruppe, zu einem Archipel, das so eine Schwungmasse hat, dass es die Verhältnisse zum Tanzen bringt. Ne? Weil so eine kleine Insel, da kommt die große Politik und sagt du seinen Leuten, schau dir mal die Insel an da auf Längen, Breitengrad, XY und ein Bonka. Die Frage ist eher, sind die gefährlich? Dann geht es die Insel anschauen, wenn die Insel nicht gefährlich ist, sagen sie, kannst du vergessen. Ja? Weil sie fragen nicht, was kann die Gutes bewirken in der Gesellschaft. Ich habe mal eine Veranstaltung mitorganisiert von 140 Leuten in Linz, 2 Tage, für einen neuen Stil in der Politik 2007, Eilenest und das Projekt Carsten. War spannend. Und wir haben gesagt, wir machen die Ergebnisse zum Geschenk für alle Parlamentsparteien. Und haben unter anderem auch die Geschäftsführung einer Partei eingeladen. Ja, einer Regierungspartei damals. Und die kam auch und die hatte den Auftrag vom Parteichef zu kommen, sich das anzuschauen. Aber mit einer Fragestellung, sind die 140 gefährlich? Mhm. Die ist da hinkommen und hat festgestellt, nein, die sind guten Willens, die wollen ein Geschenk machen. Die sind also zum Schluss gekommen, die sind nicht gefährlich. Ja. Und das ist unglaublich eigentlich. Ne? Ja. Anstatt zu sagen, wow, das sind 140 Menschen aus ganz Österreich, die sich selber zahlen, dass sie da 2 Tage nachdenken über die Zukunft, wie können wir die Kraft auch nutzen, integrieren. Nein, sind die gefährlich. Ja. Sind auch
irgendwo Erfahrungen der Vergangenheit, ich muss mein Ressort irgendwo absichern, ja. Das ist, und wir haben ja Helmut Möller, haben wir uns stark unterstützt und wir haben auch öfter Gespräche geführt, wie kann man die Politik einladen, gerade ländlicher Raum, Ministerium Köstinger und so. Es ist schon sehr, sehr erstaunlich, wie eingefahren die Dinge da oft einmal sind in der Richtung. Und du bist ja offensichtlich ein Meister im Loslassen, weil ist ja völlig untypisch, dass ich sage, so, jetzt bin ich einen Weg gegangen, gebe ich die Partei ab, gebe sie weiter, ist erfolgreich und dieses Loslassen, wäre das jetzt überhaupt in der jetzigen Zeit ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagen, ich muss nicht die nächsten 15 Jahre planen können, sondern ich bin jetzt, oder Marcel Hirscher zum Beispiel am Höhepunkt hört ja auf, völlig unverständlich, das ist cool irgendwo, gell? Das sagt auf zu neuen Ufern und die können natürlich erst entstehen, wenn ich das Alte loslasse. Ja. Also viele wollen Veränderung, aber das Alte nicht loslassen. Wenn die Vase voll ist mit Wasser oder der Krug, dann hat nichts in dem Sinn Platz. Aber wo ist jetzt wirklich, wir sagen ja auch, wir haben ein Puzzle und ein Puzzle ist jeder Stein entscheidend wichtig, weil beim Tropfen sage ich, ja, ein Tropfen kommt nicht an, aber beim Puzzle, ein Puzzlestück wird nie fertig. Ja. Das ist jetzt schon einmal, wo ich nochmal nachfragen möchte, Matthias, mit deiner Erfahrung, auch Coaching, viele Dinge, Prozessbegleitungen, die du gemacht hast. Wie kann jetzt der Mensch wirklich mehr in die Ermutigung kommen, dass er sagt, du sagst, ja, jeder hat ein Potenzial. Ich höre von den Menschen, wo er weiß, der kann was gut, also nicht so besonders und okay. Wieso werden wir uns ab? Wie kann man da wirklich die Umkehr schaffen? Ja, weil wir viel Abwertung auch erlebt haben. Ne? Wir fahren ja, frage mal ein 12-jähriges Kind oder Jugendliche, was sind deine Talente? Die weichen zurück und sind ganz erschrocken ob dieser Frage und sag, ja, weiß das nicht. Ja, keine Ahnung. Und frag dieselbe Person, wo bist du so richtig grottenschlecht? Wo können wir dich nicht brauchen? Was sind deine Schwächen? Ja. Da erzählen sie Geschichten, wo wir ihnen drüber gefahren sind mit dem Rotstift, seit sie 7 sind. Also wir sind sehr defizitorientiert in unserer Kultur. Ja? Das können wir zum Beispiel von den Amerikanern lernen, ja? Weil die ja auch schwierige Dinge vorhupfen derzeit. Wo man sagen, hoffentlich kriegen wir den American Virus nicht. Ne?